Hello, hello, hello. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss mich hier mal gerade noch ein bisschen organisieren, weil heute Morgen meint das Universum ist richtig gut mit mir. Ich lüfte gleich das Geheimnis, was ich damit meine. So. Okay. Ihr Lieben, wunderschönen guten Morgen. So, jetzt muss ich nur noch gefunden werden. Wir haben hier nicht gerade die besten Lichtverhältnisse hier am Pool. Ist ein bisschen dunkel, aber es war heute Morgen so warm und ich wollte mich jetzt nicht in die Klimaanlage hocken. Deshalb hier, Fresh Air Klimaanlage. Hier oben auf dem Pool ist es doch sehr, sehr angenehm, gerade im Schatten, also in der Sonne zu hocken. Geht gar nicht. Und jetzt muss ich nochmal hier was gucken. Ich bin sofort bei dir. Okay, gut. So. Ach, ihr Lieben. Jetzt darf noch angezeigt werden, dass ich live bin. Und du mich findest oder auch schon gefunden hast. Was habe ich eben damit gemeint, dass das Leben es gut mit mir meint gerade? Challenges. Ich ziehe die Brille ein, dann sehe ich besser. Also, ich hoffe, ich bin auch live in der Gruppe Entdecke und lebe deinen Seelenplan. Müsste ja auch passen. Wo fange ich an? Wir haben ja diese Woche hier Family-Woche geplant und heute Nacht, ich sehe gerade, jetzt sind Zuschauer da. Schreib mir doch gerne mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin, bevor wir hier offiziell starten. Herzlein sind da, wer bist du, zeig dich mal. Madeleine hat mich gefunden. Richtig, Madeleine, ich habe dir eine Einladung geschickt. Es kommen mehr Zuschauer rein. Also, warum meint das Universum ist gerade gut mit mir? Okay, danke Madeleine. Also ich habe dir eine Einladung geschickt. Ich hoffe, das klappt jetzt, dass wir hier zusammen dann live gehen. Und ich hoffe auch, ich bin gut zu sehen und zu hören. Und jetzt kommt gerade ein Flieger, den lassen wir mal noch landen. Okay. Video beitreten. Die Caroline ist mit dabei. Hallo Caroline, guten Morgen. Wir probieren hier gerade eine neue Technik auf. Die Ulrike ist mit dabei. Hallo liebe Ulrike, guten Morgen. So, jetzt tut sich hier was. Hallo Madeleine. Premiere. Aber ich höre dich nicht. Hören tue ich dich nicht. Ich weiß jetzt ja nicht, wie das mit den anderen ist, die uns zugeschaltet sind. Ein Ton. Jetzt höre ich dich. Leider ohne Kopfhörer machen. Okay. Aber das macht ja nichts. Ich suche noch den perfekten Spot für mich, wo ich mich hinsetzen kann. Okay, ich überbrücke dann mal die Zeit und erzähle mal. Ich habe eben schon gesagt, das Universum meint es gerade gut mit mir, mit uns, warum das so ist. Hier kann ich mir gut hinsetzen. Schon Platz gefunden. Okay, gut. Wir haben ja Family Time diese Woche hier. Wir haben Pfingsten, werde ich gerade noch mal dran erinnert, weil die Caroline schöne Pfingsten uns allen gewünscht hat. Pfingsten ist ja so das Fest auch der Erleuchtung und des Heiligen Geistes und sowas. Und gestern ist unser Sohn angereist und da rief er mich so gegen 18 Uhr an und sagt, Mama, ich habe meinen Zug verpasst, ich habe den Anschlusszug verpasst. Und da habe ich erst gesagt, ja, eines deiner Scherze, klar, du bist in Frankfurt am Flughafen und gleich
Gehst du ins Boarding und steigst in den Flieger? Nein, ich habe den Zug verpasst. Ich sitze tatsächlich in Mannheim am Flughafen. Kein Scherz. Okay, an der Stimmlage habe ich dann gemerkt, es stimmt. Er will mich jetzt nicht auf den Arm nehmen. So, jetzt aber die Quintessenz daraus. Und da sind wir auch schon gerade beim lieben Thema Geld, um das es heute, glaube ich, nochmal hier verstärkt geht und sich dem Prozess hingeben. Ich habe dann gesagt, okay, dann, oder wir haben drüber gesprochen, was machen wir jetzt? Okay, einzige Chance, ins Taxi hocken und nach Mannheim, nach Frankfurt zum Flughafen fahren, damit du in den Flieger einsteigen kannst. Das haben wir dann auch gemacht und guck mal, da sind wir wieder bei dem lieben Thema Geld. Geld ist wichtig und Geld ist gleichzeitig nicht wichtig und Geld verliert seine Wichtigkeit, wenn es einfach nur da ist. Wie schön ist es, dass du dann einfach die Entscheidung treffen kannst, ich hock mich halt im Taxi und lass mich dann von A nach B mit dem Taxi fahren, weil dann geht mein Flieger, damit ich eben dort bin. Und mich nicht weiter drüber aufrege, warum das jetzt so ist, wie es ist. Der Zug ist rechtzeitig abgefahren, stand aber 5 Minuten in Mannheim vorm Bahnhof, konnte natürlich keiner aussteigen und das waren dann so etwa 3 Minuten zu spät. Der Anschlusszug war weg. Da kann ich mich auch noch drüber aufregen. Warum kriegt die Deutsche Bahn das nicht geregelt? Weil da waren sicherlich viele von betroffen, gerade Mannheim Flughafen, das ist ja die direkte Verbindung zum Flughafen nach Frankfurt. Aber ich kann auch sagen, okay, wie wenn ich jemandem einfach nur ein Körbchen Obst schenke, dann hol mal halt ein Taxi. So, und jetzt kommen wir zur Madeleine. Madeleine, ich gebe mal an dich ab, wie es jetzt heute Morgen zu unserer Konstellation hier gekommen ist. Und ich mich gerade feiere und anerkenne, wie ruhig ich bin, wie ruhig wir beide sind. Erzähl, du hockst gerade in Faro am Flughafen und kommst nicht weg, ne? Genau. Also, ich habe jetzt einen wunderschönen Monat in Portugal verbracht. Tiefe Reise zu mir selbst einfach. Ne? War auf einem einmonatigen Retreat beziehungsweise Seminar, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Und es ist interessant, dass ich jetzt ganz stark für mich auch unter anderem herauskristallisiert habe, dass es für mich ganz besonders jetzt darum geht, um Hingabe. Muss ich kurz warten? Mein Beweis, dass ich am Flughafen bin. Ja. Ganze gleich noch mal auf Deutsch oder Englisch. Diese Durchsage dauert lange. Okay. Jetzt noch einmal auf Englisch. Okay, dann tun wir doch unsere Englischkenntnisse und haben hier einfach nur Freude und Spaß. Wie kann es noch großartiger und genialer werden? Es gibt so einen schönen Satz, einige von euch kennen den. Wer will ich heute sein und welch großartigen Abenteuer kann ich heute erleben? Ja. So, jetzt kann ich weiter. Französisch kommt auch noch. Ihr Lieben Ulrike und Caroline, ich sehe euch gerade. Gebt mir mal bitte ein Info, Daumen hoch oder Herzlein, dass ich weiß, dass ich auch für euch gut zu hören bin, weil hier kommt ein bisschen Wind auf. Ansonsten würde ich euch dann doch mit in die Wohnung nehmen und würde mich zurückziehen in die Wohnung. Aber ich bemühe mich laut zu sprechen. Okay, geht. Danke, 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 danke. So, jetzt kommt die französisch-portugiesische Durchsage noch. Jetzt nutze ich Ulrike meine schickt auch Chance und dann so. erzähle Sehr euch mal, schön. was hier los ist. Genau, ich war jetzt halt in Portugal, bin immer noch in Portugal und wir sind extra heute Morgen viel früher losgefahren, als wir hätten müssen, weil ich ja meinen Flug gebucht habe für 8:55 Uhr, hiesige Zeit. Ja, um dann einfach nach Deutschland zu fliegen, von Deutschland aus dann zu euch nach Zypern. Ja, und dann stand ich da am Check-in, habe erstmal den Check-in suchen müssen und dann wieder meinen genialen Satz, der mich ganz viel begleitet: In allen Zeiten meines Lebens vertraue ich der göttlichen Führung. Und stand am Check-in und dann sehe ich da einen Zettel am Fenster hängen und da steht: Ja, der Flug verspätet sich und geht wahrscheinlich erst um 17:45 Uhr statt um 8:55 Uhr.
Und um 17:55 Uhr etwa geht mein Flug von Düsseldorf nach Larnaca. Gut, was machst du jetzt? Da bin ich dann an Check-in vorbei, habe meinen Koffer abgegeben und habe überlegt, okay, heul ich jetzt? Raste ich jetzt richtig aus? Oder? Sorry? No? No. Ah, okay. Thank you. Genau. Wie reagiere ich jetzt? Ist das jetzt großes Drama oder kann ich mich auch dem einfach hingeben und vertrauen, dass ich dort ankomme, wo ich ankommen soll und dass genau das passiert, was passieren soll? So, ich muss mir einen neuen Platz suchen. Ja, das ist jetzt so gerade meine Situation, warum ich hier am Flughafen auch noch ein bisschen Zeit habe, aber es ist auch schön, dass wir jetzt hier zusammen live sind und ein bisschen davon erzählen kann. Genau. Und ganz viele Botschaften damit auch vermitteln, hinter die Kulissen blicken lassen, dass auch bei uns nicht immer alles glatt läuft, aber wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit können wir damit haben? Genau. Ich bin eben auch noch aus der Wohnung raus, als ich mich dazu entschieden habe, hier hochzugehen, mich an den Pool zu hocken. Und habe noch gedacht, höre ich da irgendwie die Stimme von Madeleine? Und habe mich dann hier hingehockt und habe gesehen, dass Madeleine versucht hat, mich anzurufen und dachte, okay, ist noch ein bisschen Zeit, bevor ich live gehe, ruf mal noch rasch zurück, ob alles klar ist. Die will mir jetzt bestimmt sagen, ich bin schon gebordet und gleich geht's los. Und das war dann, im Nachhinein hat sich rausgestellt, wo du dann gerade mit Markus, also mit unserer mit meiner besseren Hälfte und dem Papa von Ja. unseren wunderbaren gemeinsamen Kindern ist. Und da hattet ihr miteinander gesprochen und ja, genau. Und so ist jetzt kurzerhand schon mal was Geniales entstanden, dass wir live hier zusammengehen können, weil am Computer wäre das nicht möglich. Das ist nur am Handy möglich auf diese Art und Weise. Und wie sinnig, dass ich heute Morgen den Impuls hatte, auch mach dein Live heute oben mal am Pool. Mit dem Handy. Das ist doch mit dem Handy, genau, weil mit dem Computer hier so stark ist das Internet hier nicht, deshalb geht das nur mit dem Handy. Und diese Live-Schaltung kann man jetzt auch nur mit dem Handy hier machen. Und damit du mal siehst, wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit auch man mit Geld haben kann. Weil ja, ein Flug fliegt ja jetzt ohne Madeleine heute Abend von Düsseldorf nach Larnaca. Und wir dürfen jetzt zwischenzeitlich, Markus guckt jetzt gerade, entweder gibt es noch einen Nachtflug, einen späteren Flug von Düsseldorf nach Larnaca, oder es gibt noch ein schickes Hotel mit Übernachtung in Düsseldorf und dann geht es halt morgen früh erst weiter. Wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit kann man damit haben? Und ich glaube, wir werden noch in mehreren Dingen heute im Laufe des Tages den Sinn da erkennen. Aber ein großer Sinn ist einfach, zum einen wurde ich geführt jetzt, ich hatte den Impuls, mit Handy hier hochzugehen, was ich sonst eigentlich nie mache, sonntags morgens beim Live. Und da wusste ich ja noch nicht, aber die Stimme war da, ihr zu folgen, mich dem hinzugeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Hingabe, Madeleine hat davon gesprochen und habe mich dann einfach jetzt hier hingehockt. So, in meinem früheren Leben, in solchen Situationen, nie Geld auf dem Konto, immer chronisch im Minus, das wäre die totale Katastrophe gewesen. Das wäre auch gestern schon die totale Katastrophe gewesen, als Roman angerufen hat und gesagt hat, Zug verpasst, was machen wir jetzt? Ne? Und dann kurzerhand, also erst war noch so der Gedanke, es gibt noch einen späteren Zug, das könnte auch noch klappen mit dem Flieger. Aber dann haben wir gesagt, nee, komm, Taxi, genieß eine VIP-Taxifahrt von Mannheim nach Frankfurt. Und das sind alles die Dinge, diese Freude, dieser Spaß, diese Leichtigkeit, das kannst du genau in deinem Leben haben. Auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wie. Und das ist ja bei mir noch gar nicht so lange her, dass ich da in einer ganz anderen Situation war. Und das funktioniert tatsächlich auch nur, wenn du dich dem Prozess hingibst. Ich gebe auch gleich an Madeleine ab. Die kann da, glaube ich, noch viel mehr jetzt zu dem Thema Hingabe sagen gerade, weil sie sich 4 Wochen portugiesischen Energien hingegeben hat. Und wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du gehst, wenn du aufhörst, die Verantwortung an andere abzugeben in deinem Umfeld, an den Arbeitgeber, an andere Menschen, an Institutionen,
an, wie sagt man, naja, so diese Zahlungsgeber, wo wir auch in Deutschland aufgefangen werden, wenn wir gerade keinen Job haben, an Behörden meine ich, sondern wirklich dein Leben selbst in die Hand nimmst und absolut zu 100% deinem Herzen, deiner Seele folgst. Das Leben ist immer, immer, immer an deiner Seite. Und ich weiß, heute werden sich wundersame Dinge noch ergeben. Madeleine, erzähl mal was zur Hingabe. Oder was auch immer gerade sprudelt. Ja, ich muss gerade dran denken, kurz bevor wir ja jetzt hier live gegangen sind, habe ich dich ja doch noch erreicht, haben wir noch telefoniert, du und ich. Und ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber du hast dich gefragt, warum bist du so entspannt irgendwie so. Irgendwie so war die Frage da. Und dann habe ich auch gesagt, du bist so entspannt, weil auch ich das ausstrahle, weil ich stecke ja quasi jetzt gerade mittendrin in dieser Situation. Aber wie gesagt, es war halt so, okay, heul ich jetzt? Raste ich jetzt aus? Oder ist es jetzt einfach so, wie es ist? Und also ich weiß ganz genau, vor dieses Retreat, dieses Seminar, das ich jetzt besucht habe, das hat extrem dazu beigetragen, dass ich jetzt so entspannt bin. Und es hat einfach auch richtig, richtig, richtig viel mit Hingabe zu tun, dass du jetzt sagst, okay, ich vertraue darauf. Ich lasse los, ich lasse die Kontrolle los, wie das jetzt wie zu laufen hat und sage einfach, okay, es ist jetzt so. Vielleicht ergeben sich noch neue Möglichkeiten, die noch viel besser sind. Vielleicht geht mein Flug ja auch noch früher. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich jetzt dann doch, der Flug geht früher und ich sitze hier und bin live. Aber dann wird es auch seinen Sinn haben und dann darf ich auch wiederum darauf vertrauen, dass alles genau richtig ist, so wie es ist. Und dass das Leben mich an die Hand nimmt. Und das ist etwas Extremes, was ich auch gelernt habe hier einfach. Dass nicht ich das Leben an die Hand nehme und irgendwo hinzerre, sondern schaue, okay, was hat das Leben denn mit mir vor? Das, kann ich es zulassen, dass das Leben mich an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen mal hier hin. Nicht da, nicht da, wo dein Kopf vielleicht hin will, sondern wir gehen jetzt mal da. Was können sich da für Möglichkeiten ergeben? Eine Frage, die ich mir da so gestellt habe, mir fällt gerade eine Situation ein, wo wir auch alle zusammen in Venedig waren und ihr wolltet, also es war so die Zeit, wo ich noch nicht so entspannt mit Geld war. Ich hatte zwar schon ein bisschen mehr Geld dann, es war auch schon so auf dem Konto immer ein Betrag drauf, also diese Minuszeiten waren vorbei, aber trotzdem bin ich immer noch so ein bisschen dem Geld hinterher gerannt, in Anführungsstrichen. Und es waren noch Ängste da, wenn mal ein Monat gut gelaufen ist, klappt das im nächsten Monat wieder und, und. Also so ein bisschen die Unsicherheiten. Weil wenn du dich auf den Weg begibst, es ist nie von jetzt auf gleich alles anders, sondern du entwickelst und entspannst dich da hinein. Und da weiß ich noch so schön, dass ihr mit der Gondel fahren wolltet in Venedig. Und das hat damals 70 Euro, glaube ich, gekostet. Und meine Urlaubskasse, mein Kopf hat mir erzählt, die Urlaubskasse, das überschreitet den Betrag jetzt gerade, boah, 70 Euro, da können wir doch eigentlich noch von essen gehen, dann lieber mal noch und. Und dann weiß ich noch, dass ich auch da gestanden habe, mal ein bisschen, mir sind Tränen geflossen, weil ich so ein Thema mit diesem Geld gerade hatte. Mein Herz, meine Seele haben gesagt, ja klar, mach das jetzt, hab Freude und Spaß. Aber der Kopf hat gesagt, oh, diese 70 Euro jetzt, tralala, bla bla bla. Und dann habe ich mir eine Frage gestellt, und die gebe ich dir gerne weiter. Hängt mein Leben jetzt davon ab, wenn ich zusätzlich noch diese 70 Euro jetzt in Anführungsstriche ausgebe, investiere, wie auch immer man das nennen möchte? Und wir haben eine wunderschöne Gondelfahrt hier zu viert. Keine Gondelfahrt mit noch anderen, sondern wir zu viert als Familie. Punkt. Natürlich hängt das Leben nicht davon ab. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, auf geht's, auf in die Gondel. Und es war so schön. Und wie viel mehr kannst du dir in solchen Situationen, wenn der Kopf mal rebelliert, das ganze System rebelliert? Ich kenne so die Situationen aus meinem früheren Leben, dass es mir gefühlt schlecht ist, dass mir schwindlig ist, dass ich auch auf die Toilette gehen musste. Und alles nur, weil das ist alles nur der Hinweis, was für tiefe Prägungen mit Geld, mit diesem ganzen Geldsystem,
an uns beigebracht hat. Und jetzt kommt noch was dazu. Von wem haben wir denn von Geld was beigebracht bekommen? Von Menschen, die selbst nicht in der finanziellen Freiheit waren. In der Schule haben wir was von Geld beigebracht bekommen. Ja, aber von Menschen, Entschuldigung, die selbst nicht in der finanziellen Freiheit waren. Dann haben wir die Bank unseres Vertrauens irgendwann kennengelernt. Bankberater, die selbst nicht in der finanziellen Freiheit sind. Versicherungsmenschen, die selbst nicht in der finanziellen Freiheit sind, die selbst nicht das Leben leben, wie sie es eigentlich leben wollen. Was wollen die uns über ein freies Leben erzählen? Das ist auch der Grund, warum, jetzt mal wirklich Klartext, wir nur im Leben, warum ich nur in meinem Leben dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, weil ich mich in die Obhut, in die Bekleidung von Menschen gegeben habe, in mich investiert habe, die mir ganz klar den Weg gezeigt hatten. Es funktioniert alleine nicht. Mit noch so vielen Büchern und keine Ahnung, was auch immer, oder einfach nur jemandem hinlauschen. Es geht darum, wirklich eine ganz auf dich abgestimmte Anleitung dir zu holen, die unbewussten blinden Flecken zu lösen. Madeleine. Rückblick, 4 Wochen Portugal. Ich gebe noch mal gerne an dich ab. Vier Wochen Portugal. Wie soll ich diese 4 Wochen bitte schön zusammenfassen? Das kann ich nicht in einer Stunde live oder einer halben Stunde oder ein paar Sätzen zusammenfassen. Aber diejenigen, die zu uns in Soulmate Live hüpfen, die werden diese Energie ganz Ja. intensiv einige Monate genießen, aber so ein paar Kostproben Ja, kannst du ja schon mal ja, von dir geben. ja. Ja, was soll ich sagen? Also, ich stehe ja jetzt wirklich noch am Punkt, wo ich jetzt hier immer noch in einer ziemlich fremden Umgebung bin. Das heißt, du stehst an einem Punkt in deinem Leben, wo du merkst, irgendwas muss sich verändern. So. Und jetzt für mich war es jetzt halt tatsächlich örtliche Veränderungen auch. Ich bin nach Portugal geflogen, habe mich 4 Wochen lang mit meinem Coach, mit anderen Teilnehmern zusammengesetzt und an mir gearbeitet, in mir gearbeitet und ja auch mich dem Prozess hingegeben. Und was ich dazu sagen möchte, ist einfach, dass ich in den letzten 4 Wochen viele Momente hatte, wo ich gedacht habe, jetzt reicht's, ich reise hier ab. Ich packe jetzt meinen Koffer und ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. Die Momente hatte ich. Das heißt nicht, dass man die haben muss. Ich weiß auch nicht, ob die anderen Teilnehmer auch so gedacht haben. Bei mir war das jedenfalls auch da. Und ja, und jetzt stehe ich an einem Punkt, ich bin noch nicht ganz zurück zu Hause in meiner gewohnten Umgebung, wo eben auch, wer weiß, was auf mich wartet, auch von innen heraus, welche Gefühle da auf mich warten, welche Gedanken da hochkommen, vielleicht auch alte Muster und Prägungen. Und die Sache ist, dass ich jetzt einfach auch gelernt habe oder immer mehr lerne, wie gehe ich damit um? Und ich weiß noch, dass vor 4 Wochen oder kurz bevor ich hierher gekommen bin, war ich auch unsicher. Klappt das jetzt wirklich? Ist das jetzt echt das Richtige, dass ich da hinfahre? Da gab es auch noch so ein, zwei Situationen, wo es einfach so, ist es jetzt wirklich das? Fahre ich jetzt wirklich hier hin? Ich weiß ganz genau, und ich wusste das auch damals schon, ich wusste einfach, dass ich nicht an einem gewissen Punkt vorbeikomme, wenn ich da jetzt nicht hinfahre. Und ich habe in den letzten 4 Wochen einfach so, so krass viel über mich selbst gelernt und über mich selbst erfahren, was ich in meinem Leben, und ich meine, ich bin erst 21, aber was ich noch nie über mich gedacht habe, über mich geglaubt habe, zu wissen, wer ich bin, also diese Frage, wer bin ich, die hat mich sehr, sehr, sehr begleitet. Und alleine wäre ich einfach nicht darauf gekommen, ganz ehrlich. Und mir kam auch so irgendwie die Leute in meinem Umkreis, Familie und auch Freunde, die haben mich einfach kennengelernt, die kennen mich schon jahrelang, die sehen nicht meine Essenz nur, die sehen alles. Und wenn du dann dich aber mit jemandem zusammentust, sagen wir mit einem Coach, der sieht direkt deine Essenz, weil du
dir dann noch mehr erlauben kannst, du selbst zu sein, weil darüber hatte ich auch gerade eben noch mit meinem Coach gesprochen, über Freundschaften und so, dass man da einfach schaut, okay, was ist, wenn ich mich jetzt verändere? Wenn ich mich eben mit gewissen Freunden treffe, verhalte ich mich eben dementsprechend und passe mich an. Und so kann ich ja gar nicht genau wissen, wer ich wirklich bin. Deswegen, also das ist eins der größten Learnings, die ich jetzt hatte. Ja, Warum es so und das. wertvoll ist, sich auch mal, ja, auch mal rauszugehen, zu schauen, okay, was kann ich noch über, wie kann ich mich noch mehr erfahren? Und genau so ist auch meine Intention, jetzt auch nach Hause zu kommen und auch hier zu sein, am Flughafen und zu schauen, okay, jetzt habe ich meinen Flug verpasst, was mache ich jetzt? Ich bin ganz alleine. Und andererseits kann ich es auch so sehen, okay, das hier ist jetzt eine neue Gelegenheit, mich selbst noch tiefer zu erkennen, noch tiefer zu erfahren, zu wissen, dass ich in mir immer sicher bin. Oh Gott, ich könnte jetzt hier stundenlang weiterreden, was ich jetzt, oh, da könnte es aus mir sprudeln. Ja. Da steckt noch eine ganz, ganz wichtige Essenz drin, die ich gerne auch jetzt noch mal aufgreife, weil was mir auch immer mal die ein oder andere erzählt. Ja, ich habe ja eine Bekannte, die macht das und das und die kann mir auch weiterhelfen. Oder jemand aus der Familie macht das und das, kann mir auch weiterhelfen. Rein systemisch betrachtet, und falls dein Kopf dich jetzt ja auch gefragt hat, ja, die Irmgard, die ist ja jetzt schon so lange hier in der Richtung unterwegs, weil du mich vielleicht schon länger kennst, und die hätte doch das Wissen der Madeleine auch können weitergeben. Ja, natürlich hätte ich da vieles Madeleine, und wir tauschen uns ja auch aus und sind ja auch jetzt zusammen da immer zugange, aber diese Themen in der Essenz lösen kann ich mit Madeleine nicht. Warum? Weil rein systemisch da ein Feld ist, wo Verstrickungen da sind, weil ich die Mutter bin und Madeleine ist die Tochter. Das funktioniert rein systemisch nicht. Das kann nur jemand Außenstehendes machen, wo keine Verstrickungen da sind. Ganz wichtiger Hinweis für dich, wo du uns hier jetzt hier zulauschst. Die einzig richtige Entscheidung ist, jemanden an deiner Seite zu haben, der dort ist, wo du hin möchtest. Nur der kann dir das Navi zeigen und wo es keine Verstrickungen gibt, wo keine familiäre oder freundschaftliche Verstrickungen da sind. Das heißt nicht, dass dir mal jemand da Ratschläge geben kann. Aber wenn du wirklich von A nach B kommen möchtest, dann funktioniert das einfach nur auf diesem Weg. Das sind Naturgesetze. Ist der leichteste Weg. Ja. Genau. Julia schreibt: Hallo Julia, guten Morgen. In sich sicher Buenos sein, so wichtig. Dias. In sich sicher sein, so wichtig. Genau. Ist ein Wow. Lernprozess. Es ist einfach ein Lernprozess, ne? Und es darf auch seine Zeit nehmen, ne? Und ich würde sagen, dass ich schon gut auf dem Weg dahin bin, sonst wäre ich jetzt nicht so entspannt hier. Und dennoch, es gibt immer noch ein tieferes Level. Es gibt immer noch ein tieferes Level. Es geht immer weiter. Mein Coach von hier jetzt hat es auch so beschrieben wie so eine Spirale. Es geht immer noch eine Runde und immer noch eine Runde tiefer und immer noch eine Runde tiefer. Genau. Und ja. Das ist auch etwas, was ich mir selbst angeeignet habe und auch immer wieder weitergebe, egal ob es um das Thema Vertrauen ins Leben geht, ob es um Selbstliebe geht, egal um Geld, egal um was es geht, was du gefühlt schon 100 Mal gehört hast. Gehe jedes Mal mit der mentalen Ausrichtung an, ich höre das zum allerersten Mal. Ich höre es zum allerersten Mal, weil ansonsten ist keine Weiterentwicklung möglich. Wenn wir jetzt hier über Selbstliebe sprechen würden und du sagst, ja, habe ich ja schon mal gehört, das mache ich ja und, und. Was signalisierst du da dem Universum? Ich weiß alles, keine Weiterentwicklung möglich. Und dann sagt die Universumskellnerin, die ich ja immer da so gerne metaphorisch gesprochen mit ins Feld nehme, um deinem Kopf auch ein Bild dazu zu geben. Okay, sie weiß ja alles, brauchen wir ja weiter nichts zu machen. Ich habe mir angeeignet, nicht nur, dass ich auch immer in Mentorings, in Begleitungen von Menschen bin, die dort sind, wo ich hin will. Ich will ja jetzt nicht hier stehen bleiben, wo ich gerade stehe, will mich ja auch weiterentwickeln. Und gerade in diesen Bereichen mit Geld, mit Selbstliebe, mit Vertrauen ins Leben, da ist sich dem Ganzen hingeben, da ist immer so, so, so viel mehr noch möglich.
Und deshalb, wenn mein Kopf mir anfängt zu erzählen, ja, das kenne ich ja schon, muss mich jetzt nicht mit beschäftigen. Doch, gerade dann, stopp, jetzt höre ich das zum allerersten Mal und gucke mir das zum allerersten Mal an. Weil du kennst das bestimmt von einem Lieblingsfilm, Lieblingsbuch, Hörbuch oder ein Buch, das du gelesen hast. Wenn du ein Buch in deinem Regal stehen hast, das du vor 10 Jahren zum ersten Mal gekauft hast und gelesen hast, du wirst jetzt sensationell andere Dinge in diesem Buch entdecken, weil du jetzt an einem ganz anderen Punkt stehst. Oder auch wenn du es schon die letzten Wochen ein paar Mal gehört hast, im Hörbuch, kennst das auch und denkst, oh, diese Stelle habe ich aber noch nie gehört, die ist definitiv neu. So geht mir das auch ständig. Warum? Weil ich mich geöffnet habe, wirklich immer Neues reinzulassen, aber auch umzusetzen. Und es ist ja alles eine große Energie. Alles schwingt auf einer gewissen Ebene. Es geht dabei, sich da immer mehr und mehr in diese Energie hineinzuschwingen, hineinzuentwickeln. Ja. Weil das ist der Grund, warum gerade jetzt auch so viele Menschen, wo alles schneller und höher schwingt, die ganze Erde immer schneller und höher schwingt im universellen Feld. Da ist kein Stillstand. Und das sind ja wissenschaftliche Belege auch, Zahlen, Daten, Fakten gibt es ja auch dazu. Die Menschen, die sich da jetzt am meisten wehren, die haben die größten Herausforderungen. Und das ist immer die eigene Entscheidung. Es ist immer die eigene Entscheidung. Das ist ja genau das, was ich jetzt auch gerade erlebe. Hier, in dieser Situation. Ich könnte jetzt ein Riesendrama da draus machen und könnte sagen, oh, wie schlimm, und könnte mich dann reinsteigern in dieses Drama und dann am Ende wie so ein Häufchen Elend hier sitzen und weinen und ich bin alleine und was auch immer. Könnte ich jetzt machen. Oder ich gehe hin, so wie ich es jetzt auch mache, und sage, okay, ich habe Vertrauen, ich gebe mich hin. Ich bin entspannt. Ich habe ja alles, was ich brauche. Ich habe ja alles da. Ne? Also ich habe zwar jetzt, mein Koffer ist zwar jetzt auch irgendwo hier im Flughafen unterwegs, aber ich habe ja hier mein Reisepass, ich habe mein Geldbeutel, ich habe mein Handy, ich habe jetzt auch Kontakt. Ne? Es ist nicht, ich bin ja nicht alleine. Und wenn ich Hilfe brauche, habe ich hier auch genug Mitarbeiter, die mir helfen. So, und so kreiere ich mir das ja auch. Und da gibt es so einen mega genialen Satz: Die Energie, mit der du in diesem Moment jetzt begegnest, wird den nächsten kreieren. Das heißt, wenn ich mich jetzt voll drauf einlasse auf dieses Drama und schlimm und was auch immer, so kreiere ich mir weiter Drama und schlimm und so weiter. Und je entspannter ich jetzt bin, desto entspannter kann ich auch der Zukunft entgegenblicken. Egal was kommt, egal was im Außen ist, egal was in der Welt passiert, politisch, wirtschaftlich, was in meinem privaten Leben passiert. Es geht weiter. Jeder von uns selbst erschafft sich seine eigene Lebenswirklichkeit immer. Und wie sehr sind wir dazu geneigt, diese Krisen im Außen, was auch immer gerade da draußen ist, da draußen wird immer irgendwas sein, im Umfeld oder auch wirklich da draußen. Wie sehr machen wir diese Krisen zu unseren und erzählen uns die Geschichte, das geht jetzt nicht, weil. Und verbringen dann. Ich wollte gerade sagen, schlimmstenfalls, da ist auch nichts falsch dran. Es gibt ja die Masse wird wohl immer so sein. Die kommen auf diese Welt mit ihren Prägungen und sind zufrieden mit dem 9-to-5-Job, um auf die schöne Rente hinzuarbeiten, um dann irgendwann vielleicht mal oder auch nicht. Und das war es dann halt einfach. Ist ja auch nur eine Wahl. Nur letzten Endes, du selbst bist ja hier, um andere Dinge in deinem Leben zu erfahren. Du willst ja mehr aus deinem Leben machen, sonst würdest du uns hier nicht lauschen, sonst wärst du hier nicht in die Erfolgscommunity gekommen. Du willst hinter die Kulissen blicken. Du hast schon von den Naturgesetzen gehört, du willst die jetzt aber wirklich auch mal anwenden und umsetzen. Und du willst auch endlich mal die Themen mit dem Geld lösen, dass Geld einfach wie ein liebevoller Partner immer an deiner Seite ist.
Ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt schon so vieles hingekriegt, ob ich in diesem Leben das mit dem Geld noch hinkriege. Da habe ich lange dran gezweifelt. Das war für mich der größte Brocken, den ich sprengen durfte im wahrsten Sinne des Wortes. Und Geld ist nichts anderes als eine Form von Energie, wie alles Energie ist, wie der Wind, der mir hier gerade um die Ohren weht. Wie jedes Jahr, keine Ahnung, jeder Baum wieder Früchte trägt. So ist auch Geld immer da. Die Frage ist immer, wie sehr entscheide ich mich dafür, wirklich zu empfangen? Und da sind wir auch noch mal bei Naturgesetzen. Ernte und Saat. Wir können nicht erst ernten und dann säen. Das kann einfach nicht funktionieren. Ich muss erst säen und dann kann ich ernten. Und wenn ich Zweifel sehe, ernte ich Zweifel. Wenn ich Wut sehe, ernte ich Wut. Wenn ich, keine Ahnung, was auch immer ich den ganzen Tag an Gedanken aussende, das ist das, was Madeleine ja eben gesagt hat, dann ernte ich das auch. Und wenn ich Tomaten ernten will, dann muss ich Tomatensamen säen, keine Apfelkerne. Das sind Naturgesetze. Und wie viel mehr Einladung an dich, kannst du dich den lieben langen Tag damit beschäftigen, wirklich das auszusehen in Form von Gedanken, was du morgen ernten möchtest. Und dass das dann tatsächlich morgen am 6.6., ich glaube, morgen haben wir den 6. schon der Fall sein muss, das ist die interessante Ansicht, wo dann so viele schon wieder sagen, nein, funktioniert bei mir nicht, ist nicht eingetreten. Oder wir haben jetzt schon den 12.6., ich habe das jetzt die letzten Tage ein bisschen probiert, funktioniert nicht. Der Weg ist das Ziel. Das Universum liefert dir immer das, was du bestellt hast. Und deine Lebenswirklichkeit, so wie sie jetzt gerade ist, ist das Resultat von vorhergehenden Gedanken, Gefühlen, Emotionen. Sicherlich vieles auf unbewusste Art und Weise beim Universum bestellt, weil niemand bestellt sich Schmerz, niemand bestellt sich keine Ahnung, was auch immer, oder bewusst auch Disharmonien, sprich Krankheitssymptome. Das macht ja niemand bewusst. Ich will jetzt die und die Diagnose vom Arzt haben. Aber auf der unbewussten Ebene sind das Gedanken, die wir ausgesendet haben und zum großen Teil einfach nicht die Dinge machen, die wir wirklich uns vorgenommen haben, als wir mal uns unsere Seelenfamilie ausgesucht haben und irgendwann aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind. Und dann sind die Schleier über uns gelegt worden. Hätte man uns anderes beigebracht, die Dinge, über die wir hier sprechen, und das ist ja hier jetzt nur so ein Millitropfen auf den heißen Stein, wir können dich ja nur begleiten und die Dinge wirklich im Detail auf dich abgestimmt weitergeben, wenn du natürlich auch mal die Entscheidung triffst, dich von uns begleiten zu lassen. Und da darfst du dich dafür entscheiden, um das zu ernten. Und nicht weiter Geld die Macht über dich geben. Und das ist die Challenge dabei. Ich weiß noch, wie oft ich da gehockt habe und gesagt habe, gerade eine der letzten Male, wo es um 65.000 Euro ging, ich gedacht habe, Universum, kann es nicht schon wieder einfacher gehen, bitte. Jetzt so ein Betrag. Kann doch jetzt mal easy sein, kann doch jetzt mal alles gut sein. Nein, wenn ich weiter will, dann kann ich nicht einen Euro in irgendeinen Minikurs investieren oder 100 Euro in irgendeinen Minikurs. Was ernte ich dann? Mini-Informationen, die mich eh nicht dorthin bringen. Das ist nun mal so. Madeleine, was ist bei dir noch? Ja, mir kommt einfach gerade so dieses Beispiel. Es ist ja ein Unterschied. Kann man da als Beispiel nehmen? Ich gehe jetzt einfach mal von aus, irgendwie so günstige, ganz, 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 ganz günstige oder billig, kann man eigentlich schon fast sagen, billige Kleidungsgeschäfte, die, wo man ja sowieso überlegt, ah, okay, die produzieren in Bangladesch oder keine Ahnung, irgendwo. Und wenn du dann irgendwie so
2 € oder 5 € für so ein T-Shirt bezahlst. Nicht, dass das jetzt was Schlimmes ist oder hör auf, da zu kaufen oder so. Natürlich darfst du das weiterhin. Nur du weißt ja auch gleichzeitig, wie die Qualität davon ist. Bei dir zum Beispiel, Mama, ist es ja auch so, dass du immer wieder neue Kleider gekauft hast. Du hast die Erfahrung gemacht, hast immer wieder schöne Kleider gekauft, ne, die halt aber einem ja, geringeren Budget waren und hast dann tagelang in der Wanne gelegen und hast deinen Körper wieder auskuriert, weil du einfach den Stoff nicht vertragen hast oder die Chemikalien, mit denen das hergestellt wurde oder was auch immer. Und da kam ja dann irgendwann war der Punkt, ne, Universum hat es dir immer wieder rekreiert. Und dann kam der Punkt, okay, wo du dann gesagt hast, okay, es reicht jetzt, ich habe es verstanden. Meine Körperin bekommt jetzt nur noch das, was sie wirklich verträgt, was sie will, die Qualität, die sie wirklich verdient hat. Und die kriegst du eben nicht in einem 2-Euro-Laden. Das ist jetzt mal so das Beispiel, das Genau, mir jetzt da eingefallen ist. genau. Es ist ein Riesenunterschied. Das wollte ich ja lange auch nicht wahrhaben. Guck mal, ich will jetzt keine Marken nennen, aber diese Stoffe, die sind auf eine ganz andere Energie. Es ist ja alles eine Energie. Diese Stoffe, die sind auf eine andere Art und Weise schon mal hergestellt. Diese Stoffe werden von der Firma, die die Kleider produziert, auf eine andere Art und Weise ganz liebevoll ausgesucht. Diese Stoffe werden auf einer ganz anderen, liebevollen Art und Weise produziert, wo das Kleid entsteht, wo, keine Ahnung, was auch immer entsteht. Diese Stoffe, die hängen schließlich im Geschäft, das du betrittst, wo du ganz nett erstmal gefragt wirst, wie man dir helfen kann. Und wenn du sagst, ja, ich hätte gern das und das, dann wirst du ganz nett bedient. Und wenn du sagst, ich will mich erstmal umgucken, dann ist die Verkäuferin aber auch irgendwo an der Seite völlig unaufdringlich und du kannst in aller Ruhe dich umgucken. Und wenn du dann ein Kleidungsstück siehst und holst es in die Hand, wie schön ist es, dass die dann da steht, darf ich Ihnen das schon mal in die Kabine bringen, möchten Sie es probieren? So, und dann gehst du noch weiter. Dann hast du so drei, vier Teile. Du kennst diese Situation auch. Dann hast du ein Teil, bist alleine unterwegs in der Kabine an, guckst schon, wie schaut es hier überhaupt aus. Da liegen noch irgendwelche Klamotten auf dem Boden oder hängen noch rum von der Vorgängerin, die da schon was anprobiert hat. Dann ist die Hose halt eine Nummer zu groß oder zu klein. Dann ziehst du dich wieder komplett an, um wieder rauszugehen und zu gucken, ob diese Hose noch in einer anderen Größe da ist. Wie schön ist es, wenn die Verkäuferin dann fragt, hat es gepasst? Soll ich in eine andere Größe, andere Farbe oder was auch immer? Hat auch ganz viel mit Empfangen zu tun. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Du zahlst dieses Teil an der Kasse. Du gibst dieses Geld, was du ausgibst dafür. Das ist nichts anderes als ein Energieausgleich für die Energie, die du empfängst. Und für die Energie, die du unterstützt, und von dieser Energie wird mehr produziert. Welche Energie gibst du also deinem Geld, wenn du dir irgendwo XY in irgendeinem Laden irgendwas kaufst? Genau diese Energie, die du ja eigentlich nicht mehr haben willst. Und da hat mein Körper ganz klar tatsächlich mit Hautreaktionen. Und das war jetzt nicht das Billigste vom Billigsten, aber mein Körper hatte mir vorher schon gesagt, ich möchte jetzt nur noch das und das und fertig. So, ich habe nicht gehört, also hat er reagiert. Habe ich dann in Solebädern in der Badewanne mal ein paar Tage gelegen. Und jetzt gehen wir noch weiter. Was für einen Unterschied macht es aus, was für eine Wertschätzung dem Kleidungsstück gegenüber, wenn das liebevoll in Seidenpapier eingewickelt wird, wenn da noch ein Schleifchen dran kommt, wenn da noch ein schöner Aufkleber dran kommt, wenn das in der Tasche schön reingelegt wird und die Tasche wird ja quasi zelebriert. Was für eine Wertschätzung, was sendest du aus, die Wertschätzung dir selbst und deinem Leben, das Wertvollste, was du hast, gegenüber. Das macht den entscheidenden Unterschied. Wie viel mehr kannst du also aufhören, dir die Geschichte zu erzählen, das brauche ich nicht. Ich habe die Woche
Alleine, das geschieht ja auf der unbewussten Weise, wie unsere Körper da reagieren. Wir hatten ja die Woche, waren wir mit Maserati unterwegs und sind auf den Parkplatz gefahren, wo wir sonst auch hinfahren, nur mit einem anderen Auto. Die gleiche Dame stand da und hat das Parkgeld kassiert. Die stand mit einer ganz anderen Körperhaltung da, weil wir da mit Maserati, die hat uns jetzt nicht gekannt, also nicht erkannt. Aber das war ein Riesenunterschied, wenn ich den Körper von ihr beobachtet habe. Ich will damit nur sagen, wie unsere Körper auf eine andere Frequenz, so ein Auto strahlt eine andere energetische Frequenz aus, als wenn wir mit einem Mazda Latio oder wie das Ding da heißt, ankommen. Und auf der unbewussten Ebene geschieht das. Und wenn du mehr Geldenergie in dein Leben lassen möchtest, dann darfst du dich auf diese Frequenz auch einlassen. Diese feine, höhere Frequenz. 1 Euro ist eine andere Frequenz als 100 Euro. 100 Euro ist eine andere Frequenz als 1000 Euro, als 10.000 Euro, als 100.000 Euro und so weiter und so fort. Das ist auch der Grund, warum das nicht von heute auf morgen geht, warum du dich da hinein entwickeln und entspannen kannst. Und das ist auch im Übrigen der Grund, warum Menschen, die einen Sechser im Lotto haben, ein paar Jahre später wieder ärmer sind, also vom Kontostand her, bewertend jetzt so gesehen, du weißt, was ich meine, weil sie das Geld einfach nicht halten können, weil sie einfach eine Diskrepanz zwischen der Frequenz haben. Da fühlt man sich nicht wohl dabei, das muss wieder schnell weg. Ich weiß noch, als ich mit einer für mich damals höheren Summe in einem Umschlag von einer Bank auf die anderen unterwegs war. Ich hatte so ein ungutes Gefühl, mit dem Geld da im Auto unterwegs zu sein. Ich war so happy, als ich das bei der Bank abgeben konnte und habe dann im Nachhinein gedacht, mein Gott, was für ein Verhältnis hast du zum Geld? Kein Wunder, dass du immer im Minus bist. Das ist schon viele Jahre her. Aber warum soll Geld zu dir fließen, wenn du ja immer guckst, dass das schnell weggeht, wenn du es gar nicht ertragen kannst, mehrere tausend Euro bei dir zu haben? Das ist das Ding. Und das ist auch das Ding, warum man das alleine nicht schafft. Weil man da auf der unbewussten Weise so viele Themen in sich verborgen hat, die einfach nur mit jemand Außenstehenden, wo es keine Verstrickungen gibt, gelöst werden kann. Was wir ja unter anderem auch im Soulmate Live machen, ja? Wo es wirklich darum geht, die Bühne deines Lebens zu betreten. Dein eigenes Ding zu machen. Die Quintessenz deiner selbst zu sein, dich dem hinzugeben, diesem Prozess. Madeleine, ich gebe gerne nochmal an dich, aber was ist bei dir noch so aufgekommen? Ja, mir ist noch ein anderes Beispiel einfach gekommen, was vielleicht auch für andere noch nachvollziehbarer ist. Jetzt habe ich jetzt auch quasi erlebt hier. Wir hatten jetzt in dem Monat, wo wir hier waren, haben wir gekocht bekommen. Und an dem Ort, wo wir waren, die haben auch einen Garten dort und die haben irgendwie gefühlt alles in diesem Garten wachsen. Und es war einfach alles super frisch von der portugiesischen Sonne und mit Liebe selbst bewässert, dann gepflückt und zubereitet. Und da war ja kaum Gewürz an diesem Essen und es war so lecker. Da fällt mir gerade insbesondere fällt mir der Brokkoli und der Spargel ein. Das war unglaublich. Den Geschmack kannte ich gar nicht von diesen Lebensmitteln. Und du merkst ja den Unterschied. Wir haben teilweise auch Sachen gekauft gehabt, im Geschäft, ganz einfach, Supermarkt. Und es ist einfach eine ganz andere Energie. Es schmeckt einfach so anders. Oder vielleicht merkst du einfach auch schon den Unterschied zwischen entweder selbst gezogenen Pflanzen und einfach, oder dieses, was es so im Supermarkt gibt und Bio. Ja, auch schon mal wieder ein Riesenunterschied vom Geschmack, von der Qualität her. Und ich glaube, das sagt schon alles aus. Und Bio Ja. ist meistens auch, hat einfach einen anderen Preis. Aber du weißt ja auch, dass du was anderes bekommst. Du schmeckst das ja.
Du nimmst das ja wahr. Ja, genau. Dass es was anderes ist Ist eine andere Energie. als Ein diese paar Beispiele. Massenware. Ja, ein paar Beispiele dazu. Und da sieht man mal wieder, wie hilfreich es ist, aufzuhören, sich die Geschichte zu erzählen, ich brauche weniger Geld oder auch stolz zu sein, mit weniger Geld auszukommen. Guck mal, der Körper ist der Tempel, in dem unsere Seele wohnt. Unser Körper weiß zu jeder Zeit, alle Zellen und Organe ganz genau, was zu tun ist. Wie viel mehr können wir ihn wertschätzen, wenn wir uns erlauben, die Geldenergie, die es dazu braucht, um uns wirklich richtig gut zu ernähren, um unserem Körper immer alles zu geben, was er gerne hätte, uns selbst wirklich diese Wertschätzung entgegenzubringen und wirklich das Allerbeste, was ja auch, was wir mitgebracht haben hier natürlicherweise als Kinder, wir wollten nur das Allerbeste, bis dann einfach viele andere Dinge, äußere Einflüsse auf uns zukamen. Aber das ist in dir verborgen und das kannst du dir zurückholen. Du kannst dich dafür entscheiden, ab sofort für mich nur noch das Allerbeste. Heißt das, dass du gleich morgen nur noch im Bioladen einkaufen kannst? Nein, aber es ist ein hinein sich entwickeln. Für uns ist es heute normal, dass wir einfach nur gute Nahrungsmittel, die das, was wir wollen, oder sich wirklich gut anfühlt, uns gönnen können. Aber das war ja nicht von heute auf morgen so. Warum ist das jetzt so, wie es ist? Weil ich in die Richtung einfach mal losgegangen bin, weil ich immer und immer wieder bereit war, mich in mich zu investieren, um mich weiterzuentwickeln. Und im Hinblick auf die Energie ist mir gerade so eingefallen, noch zwei Dinge. Als wir noch fest im Saarland gewohnt haben, hatte ich ja hinterm Haus noch so einen Kräutergarten und auch einen Salat-, Gemüsegarten. Diese Dinge, die waren mir immer viel zu schade, um die zu kochen. Die wollte ich einfach immer nur roh genießen. Ja. Einfach vom Gefühl her. Alles andere zum Kochen habe ich lieber gekauft. Aber das, was hinterm Haus im Garten war, immer nur roh. Das war mir viel zu schade, rein von der Energie her. Und ich sehe, wie viele Menschen gehen da bis eben Kompromisse ein und kaufen wirklich das Günstigste vom Günstigsten, um einfach nur den Körper zu sättigen, aber nicht zu nähren. Das hat ja nichts mit Ernährung zu tun, was der Körper wirklich auch haben möchte. Also wie viel mehr kannst du dir erlauben, wirklich Geld zu empfangen und dir selbst diese Wertschätzung zu geben? Das hat auch was, das hängt alles immer mit dem Selbst zusammen, auch mit Selbstliebe. Dass du das Allerbeste verdient hast. Bisher kannst du diesen Satz ab heute zu deinem Mantra machen. Ich habe immer, immer das Allerbeste verdient. Das Universum ist immer an meiner Seite. Und jetzt kommt nochmal dein Satz, Madeleine, den du zu Beginn erwähnt hast. Wie war der nochmal? In allen Zeiten meines Lebens vertraue ich der göttlichen Führung. Genau. Und das mit der göttlichen Führung in allen Zeiten meines Lebens. Jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Weil, habe ich früher auch gemacht und weil ich das auch immer wieder höre. Naja, ich habe da Vertrauen, das Universum wird es schon richten und das fügt sich schon alles so. Guck mal, das Ding ist, zu diesem Satz, der so, so wertvoll ist, da steckt alles drin, was Madeleine jetzt gesagt hat. Wenn ich jetzt nochmal mein Restaurantbeispiel nehme. Du bestellst bei dem Kellner ganz klar, wie du dein Leben haben möchtest, also welches Essen du haben möchtest, ganz präzise. Der Kellner gibt es in der Küche ab, sprich Universumsküche. Du kümmerst dich nicht darum, wie der Koch in der Küche dir dein Essen zubereitet. Ist nicht deine Aufgabe. Wie das Universum liefert, ist auch nicht deine Aufgabe. Das Wie ist nicht dein Business, hast du bestimmt schon mal gehört. Du gibst dich diesem Prozess hin, du hockst da, genießt dein Wasser oder Wein oder was auch immer und du weißt, du hast bestellt, es wird geliefert. Das ist beim Universum auch nichts anderes. Du bestellst ganz klar, was du haben möchtest und ganz klar wird das geliefert. Und dann steht das Essen vor dir. Dann darfst du natürlich auch noch selbst essen, weil sonst steht es einfach nur da. Was meine ich damit mit der Hingabe? Du bestellst ganz klar bei dem Universum, wie du dein Leben haben möchtest. Du gibst dich diesem Prozess hin. Du hast jemanden an deiner Seite, der dir immer gleich den Weg zeigt. Guck mal, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das, der dich wirklich begleitet von A nach B.
Und dann darfst du mit demjenigen an deiner Seite auch lernen, wenn's Essen geliefert wird, wenn also das Universum agiert und dir die Botschaften schickt, dass du die auch wahrnimmst und diesen auch folgst. Nur dann kannst du auch die Resultate in deinem Leben erzielen. Das ist der riesen, riesen Unterschied zwischen, naja, ich habe mir jetzt schon so viel Wissen angeeignet und es wird jetzt schon gehen und ich habe jetzt Vertrauen ins Leben, das Leben wird es schon richten. So gesehen sind wir immer noch in einem Tuniversum. Da hocken, umsingen und sich verbinden mit dem Higher Self und dann wird schon geliefert. Also wenn ich den Heiligen Gral entdeckt habe, ich werde es euch gleich weitergeben. Das funktioniert nicht. Wir dürfen immer noch unseren Beitrag geben. Und so wie die Madeleine jetzt am Flughafen ist, okay, was ist jetzt sonst noch möglich? Und jetzt dieser Energie folgen und dann entsprechend zu handeln. Wir dürfen jetzt neue Flüge buchen. Die buchen sich nicht von selbst. Also, verstehst du, was ich damit rüberbringen möchte? Das ist dein eigener Beitrag, den du leisten darfst, dich dafür zu entscheiden, in die Richtung geht's jetzt, Universum, ich lasse mir jetzt helfen. Universum, diese Energie, finanziell braucht es dazu. Universum zeigt mir den Weg und dann funktioniert es nur auf diese Art und Weise. Wenn dann, wenn ich das Geld habe, funktioniert niemals. Du kannst nicht erst ernten und dann säen. Und solange du dir die Geschichte erzählst, es geht jetzt nicht, weil die Universumskellnerin, die sagt dann, Liebe, sowieso. Du erzählst mir jetzt schon seit Jahren, du willst dies und jenes nimmer, aber du bestellst es ja immer wieder. Das Universum sagt immer ja. Ne? Deine Aussage. Madeleine, das Universum sagt immer ja. Universum sagt immer Genau. ja. Genau. Weil nirgendwo steht geschrieben, dass du nicht das Allerbeste verdient hast und dass du es nicht verdient hast, in dem Leben anzukommen, wo du eigentlich hin möchtest. Ich bin immer noch so, dass ich hadere, wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, Julia. Meine liebe Julia, wie lange haderst du schon? Wie lange haderst du schon? Wo könntest du schon stehen, wenn du dich mal dazu entschieden hättest, wirklich zu springen und Es dich ist alles. begleiten zu lassen? Wie oft warst du schon so davor? Und, aber es ist jetzt nichts falsch dran. Du darfst dich neu entscheiden, Julia. Madeleine, du wolltest was sagen. Es ist alles ein Prozess. Ja, es darf alles seine Zeit haben. Also ich glaube nicht daran, dass es von einem auf den anderen Tag alles ganz anders ist, so direkt. Und ich will das auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich will nicht, also ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich das verstanden habe und wo ich das fühle, dass ich einfach nicht will, dass mein Leben nur perfekt ist. Weil wenn ich jetzt diesen Flug genommen hätte, der jetzt, da wäre, ja, vor 3 Minuten wäre es losgegangen. Ich hoffe, er ist nicht losgegangen ohne mich jetzt. Aber wenn ich den Flug jetzt so genommen hätte und alles wäre so reibungslos, hätte es geklappt, da hätte ich mich gefreut, ja. Und gleichzeitig hätte ich nicht diesen Prozess erleben dürfen von, ah, okay, der geht jetzt also später. Okay, ich verpasse also meinen Anschlussflug. Okay, wie mache ich das jetzt? Muss ich überhaupt was machen? Kann ich mich einfach dem Ganzen hingeben und schauen, was passiert? Weil Hingabe heißt einfach Kontrolle loslassen. Und das ist jetzt, also ich, für mich, ich sehe das jetzt gerade als Riesengeschenk, mich selbst hier noch mehr zu erfahren, zu erkennen, wo stehe ich gerade. Und wow, ich bin so entspannt, das ist so schön für mich. Und es war ein Prozess, überhaupt hier hinzukommen. Und das Leben geht immer weiter, es hört niemals auf. Dass du wächst und dass du weitergehst. Ich glaube, auch mit dem physischen Tod hört es nicht auf. Da geht es weiter auf einem energetischen Weg, auf einer anderen Ebene. Und Genau. es ist ein Prozess. Und wenn du jetzt sagst, ich bin immer noch so, ich hadere wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, dann ist es auch ein Prozess für dich, wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Weil ich weiß auch noch, wie ich vor 2 Jahren so
so nervös war, live zu gehen. Gezittert habe ich und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war richtig nervös. Ich hatte Angst. Gott, wie reagieren die anderen und was auch immer, ne, was da alles für Ängste und so drin sind. Und jetzt eben, ja, komm, lass mal live gehen, ne? Easy peasy. Ich habe jetzt Bock da drauf. Wenn Genau. ich Bock da drauf habe, ist natürlich auch nochmal wichtig. Zwing dich zu Ja. nichts, aber schau, wie kann ich jetzt weitergehen? Wo geht's weiter für mich? Ja, ich habe Bock drauf. Schau, Und was du alle. jetzt gerade brauchst und Genau. oder wo du jetzt gerade hin willst. Und wenn du weißt, okay, ich will zum Beispiel meinen Seelenplan entdecken. Ich will frei leben. Ich will mir was aufbauen, wo ich einfach entspannt sein kann und mir keine Sorgen mehr um gewisse Sachen machen muss, zum Beispiel um Geld. Dann go for it. Und dann schaue ich, okay, wie kann ich das erreichen? Und wenn ich dann sehe und das Universum schickt mir zum Beispiel, also für mich, hat jetzt nicht mit Seelenplan, mit diesem Wort direkt zu tun, aber ich habe geschaut, okay, was will ich denn? Und schon kam mein Coach auf mich zu und hat gesagt, hat mich eingeladen zu diesem Monat in Portugal. Das habe ich ja gesagt, habe ich gesagt, ja, ich bin dabei, finde ich geil, habe ich Bock drauf. Und ich wusste auch da schon, wo ich jetzt stehen werde, ungefähr. Und es geht immer weiter. Aber es ging halt einfach auch nur mit jemandem an deiner Seite, die dich in dem Falle individuell begleitet hat. Das ist immer wieder bei dem, was ich eben so erwähnt habe. Ja? Als ich noch jünger war, war das anders. Das ist eine nette Geschichte. Ja, früher war auch immer alles anders. Sorry, Julia. Nur um es dir bewusst zu machen, nicht um dich jetzt irgendwie zu triggern. Wir erzählen uns so oft die Geschichte, habe ich gerade gestern noch von jemandem gehört. Ich weiß genau das, was ich jetzt mache, das ist nicht genau das, was ich machen will, aber ich ziehe das jetzt mal durch. Und wenn ich das dann durchgezogen habe, dann bin ich komplett frei, muss mich um sonst nichts kümmern und dann kümmere ich mich wirklich mal um mich selbst und meinen eigenen Weg. Das ist wieder diese Wenn-Dann-Geschichte. Oder wenn mir jemand erzählt, ja, mein Mann, der ist nicht auf meiner Seite, der will das nicht. So, warum gehen so viele Beziehungen auseinander? Gerade weil jeder frustriert ist und wie viele Paare streiten auch wegen Geld. Oder wenn die Kinder erwachsen sind, dann erst. Die Kinder, die sind jetzt noch in einem Alter, wo keine Ahnung was. Oder manche erzählen sich die Geschichte, ja, meine Kinder, die haben jetzt Nachwuchs gekriegt und für die muss ich jetzt da sein. Weil ich muss mich ja mit um diesen Nachwuchs kümmern. Ich würde ja eigentlich gerne mich ins Wohnmobil hocken und frei auf der Welt unterwegs sein. All diese Wenn-Dann-Geschichten, das kann nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren. Ist immer wieder bei Saat und Ernte und da sind wir wieder dabei, dass es jemand braucht, der einen an die Hand nimmt und den Weg einfach zeigt. Ja. Und auch noch Den zu Weg einfach diesem. zeigt und die Schranke auch aufzumachen, diese Ängste und Zweifel, die da sind, wo man spürt, ich würde gern in die Richtung gehen, da betritt man ja komplettes Neuland. Da rebelliert unser System. Das kennt das nicht. Und da kann ich mich entscheiden, okay, ich bleibe da jetzt stehen oder ich mache Schranke auf. Und ich habe da ganz ehrlich gesagt auch schon in Anführungsstrichen, um mal den Begriff jetzt zu nutzen, Lehrgeld bezahlt, wo ich gewusst habe, das ist jetzt genau der richtige Coach an meiner Seite. Das Programm kostet 5.000 Euro. Habe mich nicht getraut zu investieren. 4 Wochen später hat es 8.000 gekostet. Nochmal ein bisschen später hat es 12.000 gekostet. Ja, dann habe ich halt in der Richtung Lehrgeld bezahlt und durfte mal ein bisschen mehr wieder investieren. Aber dieser Coach hat das ja nicht willkürlich gemacht, die Preise erhöht, sondern weil er sich ja auch selbst weiterentwickelt hat, weitergebildet hat, in sich investiert hat und war dann natürlich sicher auch noch mal ein bisschen an einem anderen Punkt, weil er sich auch bewusst wurde, wow, wenn ich meinem Gegenüber erlaube, den Betrag in sich zu investieren, kann mein Gegenüber noch viel mehr von mir empfangen, was ich ihm zu geben habe. Und dann durfte ich halt mal ein bisschen mehr in mich investieren, um mehr zu empfangen, um nochmal den nächsten Schritt zu gehen.
Es ist halt so, die universellen Gesetze, ihr Lieben. Yes. Okay, dann schauen wir jetzt mal, welche Flüge wir noch für heute kreieren. Madeleine, wir Yes. hinter den Kulissen. Und du darfst dich jetzt entscheiden, dich im Soulmate Live einzutragen und dich von uns begleiten zu lassen oder eben auch nicht. Du hast die Wahl, um es mal so auszudrücken. Lausch auf dein Herz, lausch auf den ersten Impuls. Und das Universum ist immer an deiner Seite, weil das Universum sagt immer ja. Und zum Abschluss, Madeleine, würde ich noch mal deinen Satz gerne hören für alle hier. Das ist Den ich jetzt genial. schon viermal gesagt habe, glaube ich, in allen Zeiten meines Lebens vertraue ich der göttlichen Führung. Es ist einfach Okay. großartig. Ihr Lieben, wir sehen uns. Nächsten Sonntag vereint hier in Larnaca, zumindest Madeleine und ich und die Family. Und dann schauen wir mal. Also, trag dich ein, folg dem ersten Impuls und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ihr Lieben.